Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. Ich habe hier gerade, glaube ich, ein neues Lebewesen entdeckt gerade. Da. Wenn das kein neues Lebewesen ist, ha? Lorelia Primus, passiv. Läuft auf zwei Beinen. Witzig. Naja, ups, da. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht so mit meinen Füßen an den Kabeln rumspiele. Das kann jetzt nämlich auch ganz schnell passieren, dass der Ton weg ist. Aber trotzdem waren wir hier bei einem Stein, den wir angucken wollen. Ah, da ist er ja. Oh, das ist ja... Ja, uraltes Wissen schon genau. Ach so, das ist immer wieder das Glaube. Ist immer wieder dasselbe. Niemand erschwert den Weg nach Dryndark wie die Wächter. Sie müssen zerstört werden. Ihre Zeit wird beendet. So steht es geschrieben und so soll es sein. Das ist der Vikir-Schwur. Vigid-Schwur. Um Hilfe bei der Sprache bitten, natürlich. Gas. Wir haben das Wort Gas. Also irgendwie, ich muss mal ganz kurz da hoch. Hat mich geirrt. Ja, die Viecher haben wir jetzt schon tausendmal gesehen. Hier wimmelt es nur so von diesem Viehzeug. Was du für Geräusche, Alter. Ja, wir gehen einfach mal weiter. Ja, wir gehen einfach mal weiter in die Richtung hier. Und hoffen, dass wir da auf Tamium stoßen. Oder auf einen Händler, der vielleicht sogar Tamium verkauft. Moment, hier drüben sind, glaube ich... wieder so Teile, die wir basteln können. Oh. Ja, super, den Stein hat man vorher nicht gesehen. Wie gemein ist das denn? Was ist das denn für ein Kack? Wo sind wir denn hier? Da ist ein Gehirn. Aber hier drin ist doch was. Was denn? Kommen wir da jetzt irgendwie ran, wenn ich das hier wegmache? So.
glaube ich nicht. Oh. What? Ich muss mal zu dem Unterschlupf. Mal langsam ist Schluss mit Gift. Wird doch schon langsam grün, mein Bildschirm. Aua. Was ich hier auch noch nicht gesehen habe, ist Wasser oder irgendwas. Flüssigkeiten. Ist gerade ein Erdbeben? Oh cool, ja. Neue Technologie. Neue Technologie. Okay. Das ist jetzt so dann. Na egal. Oh, schaffen wir das noch bis dahin? Fuck. Jetzt wird's bestimmt heftig. Irgendwo eine Hälfte. Eine Hälfte, eine Höhle. Ja, schon wieder. Neue Technologie entdeckt. Phasenstrahler begleiten. Die Abklingzeit des Phasenstrahllasers werden erheblich reduziert. Oh, klingt noch gut. Ja, jetzt wird's knapp. Wir brauchen eine Höhle oder endlich mal die Ankunft hier der Operationszentrale, die vor uns mal zwei noch was weg war. Und jetzt auf einmal wieder. Aua! Bleib mal ganz ruhig, wir sind gleich da. Wir müssen dahin. Oder wir brauchen eine Höhle. Komm schon. Komm schon. Da ist was. Noch bevor wir da sind. Aua! Da hinten, was ist das? Was? Komm schon. Aber wir sollten trotzdem mal kurz. Oh, was ist das denn? Ein Dolch. So. Ich glaube, wir sollten jetzt trotzdem mal. Wie können wir denn. Was ist das für ein Dolch? Ist das Verbrauchser? Mhm. So, weiter geht's. Oh shit, das hat nicht geholfen. Schon wieder irgendwie so ein Vieh. Muss man auch unbedingt. Oh, das ist doch einfach ein. Wollte gerade sagen, das ist doch ein Stego. Alles bereits entdeckt.
Wie haben wir das jetzt geschafft? Ah, ist es das? Das ist Emeril. Ah. Okay, wir schauen. Wir müssen definitiv zu dem Händler. Wir müssen uns das einfach kaufen. Das ist. Ah, Ablenkungssteigerung. Was? Ablenkungssteigerung Tau. Das ist das Raumschiff, ne? Tamium. So, muss ich so machen. Ey, das sind die roten Pflanzen. Willst du mich verarschen? Oder auch nicht. Warte mal, das Tamium. Ah, was haben wir jetzt schon da? Und das Tamium habe ich vor uns auch noch benutzt, ne? Oh, wieder so ein scheiß Deutsch. Das Tamium, kann ich mich erinnern, dass ich das vor uns benutzt habe. Aufgeladen. Geht mir auf den Sack. So, wie viel braucht man? Na, ist egal, wir brauchen Tamium. Speicherung. Ich bin wieder ewig weit gelaufen, um Tamium zu finden, und das war eigentlich wieder regelrecht vor meiner Nase. Das ist doch bestimmt wieder Tamium, oder? Selbstverständlich, ich hatte es doch noch am Anfang. Genau. In den ersten paar Parts hatte ich das Tamium schon. Und habe da sogar irgendwas gelesen mit Treibstoff. Jetzt laufen wir da noch hin, weil jetzt sind wir immer. Und dann geht's zurück zum Raumschiff mal wieder. Und dann kommen wir endlich dort an. Und dann können wir endlich mal starten. Und dann können wir endlich mal gucken, wie das andere ausschaut, was, ne? Es ist auch wieder nur so ein hässliches Scheißhaus. Ich verheddere mich immer an den Kabeln hier unten. Das ist nervig. Verhedder. Oh, Leute. Sieht immer alles gleich aus, das ist ärgerlich. So, auch wieder Sumpfland. Wir sind jetzt echt hier. Und das sieht alles verdammt gleich aus. Whoa, 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 whoa.
oh, oh. Oh, Granaten, Granaten. Bumm. Wow. Alter. Oh, nachladen. Schnell. Na komm. Was ist denn mein Flug? Wo geht denn nur nicht einfach diese Scheißtür auf? Da. Da eins ruhig bleiben. Fuck, 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 fuck. Warte mal, die zerstören doch auch meine andere Waffe. Super, hat funktioniert. Alles gut? Alles gut. Ah, Reisemeilensteine erreicht. Quellgeist, 10 Lichter zerstört. Okay, der Alarm hat die Informationen auf dem primären Terminal unkenntlich gemacht. Ich erkenne nur ein paar Worte. Wenn es mir gelingt, herauszufinden, woran hier gearbeitet wurde, kann ich den Arbeitsablauf neu starten und die Operation wiederherstellen. Hulon Warp. Okay. Das klingt wie Raumschiff. Es klingt mir nicht. Das ist aber auch Wahnsinn. Dass man dann einen Versuch hat. Naja. Oh, jetzt der ganze Weg wieder zurück, Leute. Oh. Nun ja, wer nicht hat, der will schon. Wahaha. Oh, wir sind schon wieder so weit, liebe Freunde. Und ich muss schon wieder sagen, dass wir im nächsten Part dann wohl zu dem Raumschiff zurückkehren. Und dann haben wir es wirklich endlich. Das war jetzt wirklich mal gemein. So was wir hier noch von Wort lernen. Hoch. Mhm.
Ich glaube, ich hätte noch ein paar Worte lernen sollen, ehe ich dieses Rätsel hätte knacken können, müssen, sollen. Also ein bisschen ab. Habe ich schon. Boah, müssen wir jetzt noch weit laufen. Aber wir können natürlich schon mal abkürzen mit unserem schönen. Naja, gut, das hat jetzt nicht so ganz funktioniert. Ja, ja. Oh, hier ist wieder so ein. Ich nenne es mal Sprach. Oder waren wir da? Haben wir das schon? Nee, doch nicht. Unbefugter. Mhm. Nichts gefunden. Ugh. Ich sag noch, dass der Part zu Ende ist und ich mach's trotzdem nicht zu Ende. Ja, den Berg gehen wir auch. Da geht nichts weg. Was sehen? Wir sind wieder umsonst so weit gelaufen. Da werden wir uns wieder nichts gemerkt haben. Zumindest ich mir. Das habe ich ja schon immer, ne? Wenn was Gutes ist, dann ja, machen wir wir. Und wenn ich alleine Scheiße gebaut habe, wenn es Scheiße ist, dann habe ich die Scheiße alleine gebaut. So, okay, liebe Freunde, dann würde ich sagen, aber ein Part, was rede ich denn da? Ich bin schon ziemlich müde, es ist schon ziemlich spät, muss ich sagen. Deswegen rede ich vielleicht auch viel Unsinn. Aber das macht hier gerade nichts. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal zurück zum Raumschiff, laden das, Quatsch, füllen den Benzin auf oder halt tanken das voll und dann geht's weg vom Planeten. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns dazu dann morgen. Bis dahin, ciao.